Hallo und herzlich willkommen zu Sean Cool Music, einem Tutorial, wie ich mit meiner Archive Force meine Roland D2 Groovebox steuere. Ja, die Groovebox von Roland D2, die habe ich gebraucht gekauft und sie hat coole Sounds und ich habe auch einen guten Preis dafür bekommen, aber dieses D-Field mit den Echtzeitmanipulationsmöglichkeiten ist nicht mein Workflow. Also nutze ich die Archive Force. Was habe ich gemacht? Ich habe quasi die Spuren, die MIDI-Tracks hier kreiert in der Archive Force. Sie hatten 8 Spur-Sequencer, 1 bis 7 und einen Drum-Part. Und das gleiche habe ich hier auch, Spur 1 bis 7 und einen Drum-Part. Jetzt kommt aber das Interessante. Und zwar hat man pro MIDI-Spur die Möglichkeit, sogenannte Makros anzulegen. So, und es gibt einen Mode, der nennt sich Track. Und im Track-Mode sind gewisse Werte schon vorgegeben. Die habe ich aber individuell angepasst, das ist möglich. Man kann einfach auf einen Knob gehen und kann dann hier im Prinzip adressieren, welchen Befehl willst du ausführen. Kannst es auch löschen, kannst auch mehrere Befehle gleichzeitig nehmen. Ich habe das jetzt beim Standard belassen, habe mir das Manual rausgesucht und habe das belegt. Und das Schöne ist, man kann die namentlich benennen. Also was habe ich gemacht? Ich habe hier auf dem ersten Knob Volume, Pan, Cutoff, Resonance, Reverb, Delay, LFO Rate, Fine Tuning, habe Amplitude, Attack, Decay, Release, Filter, Death, Filter, Attack, Filter, Decay, LFO to Filter und LFO to Amplitude. So, und das habe ich für alle Spuren gemacht. Und ein Hinweis, ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, bei mir hat das nicht geklappt. Ich hatte schon alle MIDI-Tracks fertig, habe auch schon ein bisschen rumgejammt hier mit dem Sequencer und habe dann gedacht, oh Mensch, ich werde mal ein bisschen die Regler zuweisen. Hatte einen MIDI-Track fertig und konnte das nicht rüber kopieren. Ich hätte das also für alle Spuren machen müssen. Was habe ich also gemacht? Ich habe in einer wilden Kopieraktion alle Patterns gesichert, habe einen MIDI-Track fertig gemacht mit den Parametern, habe den dupliziert und habe dann die Patterns zurückkopiert. Also wenn man sowas macht und man kann anscheinend noch kein Template anlegen dafür, dann macht man das so, einen MIDI-Track am Anfang beginnen, die Parameter zuweisen und diesen MIDI-Track duplizieren, denn wenn man ihn kopiert als solches, dann nimmt er die ganzen Werte mit. Und so braucht man dann nur noch den MIDI-Kanal zuweisen für das jeweilige Gerät, das habe ich auch gemacht. So, und das ist deswegen so interessant, weil jetzt die Groovebox natürlich ein bisschen Lebendigkeit bekommt. Und diese vorgefertigten Templates sind nämlich cool und ganz interessant und auch klanglich gut möglich. Und viele, die das noch nicht kennen, diese Roland Groovebox hat ja den sogenannten Megamix. Das heißt, pro einzelner Spur als Instrument kann man von anderen Patterns Sachen reinladen und kann so im Prinzip verschiedene Tracks spurenmäßig untereinander mischen. So habe ich es verstanden, so habe ich es einmal vorhin ausprobiert und das fand ich ganz erfrischend. Um aber auf die einzelnen Sounds mehr Zugriff zu haben, bietet sich natürlich ein Hardware-Controller an, deswegen die Archive Force. Und jetzt kann ich für jede einzelne Spur die entsprechenden Werte manipulieren, das zeige ich euch mal. Ihr hört jetzt im Prinzip auf Kanal 2 und 3, also Instrumentenpart 2 und 3, einen Bass. Und wenn ich jetzt erstmal in den Standard-Mode zurückgehe, dann kann ich den Knob-Mode drücken und gehe auf Volume. Und kann hier schon mal standardmäßig ganz einfach die Soundkulisse anpassen. Die Drums nochmal dazu. Bisschen lauter. Und je nachdem, wie man die Musik dann haben will, kann man das natürlich anpassen, ganz klar. Also wenn ich jetzt wieder zurückgehe in meinen Track-Mode und ich deaktiviere jetzt mal im Prinzip den Bass, dann bin ich hier auf der dritten Spur, hier im Matrix-Mode, aktiviert, es ist hier die dritte Spur und jetzt kann ich hier den Cut-Off verändern. Resonanz. Auch Reverb, Delay. So, und das ermöglicht mir natürlich Folgendes. Ich kann jetzt auf jede einzelne Spur zugreifen. Gehe in den Volume Mode zurück. Passe jetzt so ein bisschen die Werte an, sage, jo, das gefällt mir und kann dann wieder zurück in meinen Track-Mode gehen und kann dann sagen, egal welchen Track ich auswähle, zum Beispiel Spur 4,
Genau, so. Und das ist natürlich das Geniale, denn bei der Roland D2 Groovebox ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Man kann natürlich auch natürlich Volume von einem Wert zum anderen springen, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man direkt die Parameter alle im Überblick hat, kann sie manipulieren oder kann sogar, wenn man es möchte, projektorientiert Knöpfe adressieren. Und das habe ich hier schon mal gemacht für Kanal 1 und Kanal 2. Ich mache das jetzt auch nochmal eben für den dritten Kanal. Ich kann sagen, pass auf, Makrofunktion, ich nehme jetzt hier den dritten, ergänze das, gehe hier auf Plus, das erkennt man wahrscheinlich jetzt schlecht mit den Kameras, aber geht nur ums Prinzip, auf Edit, dann kann ich mir den Wert aussuchen. Ich weiß, dass das 74 hier ist, der Cutoff CC sagt, das sieht schon mal gut aus, gehe zurück in meinen Matrix-Mode. So, und kann das Ganze dann individuell anpassen. Und das super coole ist eben, dass man die benennen kann. Ich habe ihn jetzt nicht benannt, steht hier einfach D23, das ist der Track, Sound Control 5. Ich weiß, das ist Cutoff, hier habe ich es schon Cutoff benannt. Ich mache jetzt mal den Intent-Sequencer aus und jetzt kommt der nächste kleine Part. Das ist, dass man die Archive Force natürlich auch als Sequencer nutzen kann. Ja, und ich habe hier einmal eins vorbereitet und gehe jetzt zurück, bin jetzt wieder hier im Launch-Mode und da Matrix-Mode, das ist meine Übersicht, entweder hier unten oder da oben, das ist schön, man kann unterschiedlich hin und her springen, man kann oben den Clip kann man die auch benutzen, im Clip-Modus kann man die benutzen, um dann zum Beispiel die Noten zu editieren, dann ist ja im Launch-Mode und kann trotzdem die ganzen Patterns aktivieren, das mache ich einfach mal. So, jetzt gehe ich zum Beispiel zurück im Knob-Mode, in meinen Track-Modus. Und habe hier zum Beispiel die zweite Spur, den Cut-Off habe ich automatisiert, den habe ich aufgenommen. Ich muss mal kurz gucken. Ja, man sieht das grob, aber ich wollte jetzt auch nicht auf Display großartig darauf eingehen. Okay, letztendlich kurzum, Cut-Off habe ich und Pan. Kann man alles automatisieren und nutzen. Und das ist jetzt der interne Sequencer von der Force. So, und so kann man natürlich beide Welten super cool miteinander verbinden. Man kann den Intent Sequencer nutzen und die Sounds von der Groovebox, die ich eigentlich so qualitativ ganz interessant finde. Man sollte natürlich nicht zu hohe Maßstäbe haben. Das Gerät ist natürlich alt, ne, dem Zeitgeist entsprechend. Aber wenn man diese Grooveboxen bekommt und ich sage es einfach mal so, das sind für mich keine Geräte, mit denen ich hauptsächlich Musik mache. Für mich sind das die perfekten Jam-Tools. Und auch sogar viele mögen, dass diese Limitierung, dass man eigentlich dazu genötigt ist, im Bereich dieser Limitierung Sound zu kreieren. Aber es ist ein Unterschied für mich, ob ein Gerät soundspezifisch limitiert ist oder von der Menüführung. Und gerade Workflow, wenn man die Archive Force oder MPC oder Native Machine nimmt oder sonstiges, das sind Welten mittlerweile. Und der Workflow heutzutage ist ein ganz anderer, als es damals war. Deswegen immer wieder Respekt mit Leuten, die wirklich sehr komplex, aufwendige Soundstrukturen und Musikstücke mit diesen Teilen erzeugt haben. Da gehört einiges zu. Hier mittlerweile ist es relativ simpel. Copy und Paste und gut ist. Genau, das wollte ich eigentlich nur zeigen. Das heißt im Prinzip, ich habe mir hier ein Template kreiert. Das habe ich D2 genannt für diese Groovebox. Und bin dabei auch gerade ein komplettes Template zu erzeugen. Also was heißt komplettes Template? Ich werde alle Geräte, die ich per MIDI adressierbar machen kann, in einem Projekt speichern. Alle Parameter, die ich brauche. Und wenn ich dieses Template dann öffne, dann lösche ich die Parts raus, die ich zum Beispiel nicht brauche. Also ich müsste zum Beispiel diesen D2, so habe ich das jetzt hier genannt, auch für meine 307 nochmal kreieren. Weil die 307, bin ich der Meinung, hat noch etwas andere Parameter, die ich anpassen kann. Das muss ich dann aber austesten. Ja, kurzum, das war ein kleines Video dazu, das wollte ich euch gerne zeigen. Also man kann die Archive Force wunderbar benutzen als Sequencer, um Equipment anzusteuern oder eben nicht als Sequencer, sondern als Hardware-Controller individuell angepasst mit den möglichen Parametrierungen, die man zur Verfügung hat, um dann ganz individuell für sich zu gucken, was möchte ich wie einstellen und hat dann gleichzeitig die Drehregler und eine Übersicht dazu. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich. Bleibt gesund, bleibt bei euch. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal vielleicht.